3, 2, 1. Hallo liebe Freunde der gepflegten Zockerei und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die Battle Royale. Und ich begrüße euch diesmal, aber ich bin nicht allein, da wäre zuerst zu nennen der Satubata. Hallo. Und dann der Omega. Moin moin. Und der Lars von Let's Survival, beziehungsweise der Let's Survival Lars oder auch Lars Let's Survival Lars genannt. Hallo und guten Tag. Der Mann der 100 Namen und vor allem des unglaublichen Survival Skills, wie wir feststellen müssen. Ja, Freunde, es gibt Entwicklungen, die sind drastisch, aber wir können sie nicht vermeiden. Also, ich glaube, ich muss das jetzt mal öffentlich aussprechen. Wir hatten es eben außerhalb von der Aufnahme schon kurz davon. Es gibt da ein ganz dringendes Problem. Ey, ich bin nicht das Problem. Doch, doch. Du bist das Problem. Du bist nicht der Einzige von uns, der hier mit einem Arsenal von Schusswaffen durch die Gegend läuft. Na, da müssen wir langsam mal was gegen machen. Ja, ich glaube auch. Das geht so nicht weiter. Das geht so nicht weiter. Ich fühle mich benachteiligt. Und da würde ich mal sagen, lieber Shark, da ich deine Hütte ja eh schon gefunden habe. Ja, der Satomata hat übrigens eben meine hübsche Hüte bewundert. Biete ich dir hier eine Allianz an. Ja, die will ich auch annehmen. Wo bist du denn? Lass uns einen Freudentanz aufhören. Ich höre dich hier Mann, rumhacken. Ich komme mal zu dir, um dir... Wir haben aber gesagt, dass Freundschaft, Beziehungen in diesem Reiter, in diesem Menü, sollte man nicht machen. Ja, also ja, wir werden... Das ist ja das Tolle an der Sache, das müssen wir nicht, weil ich weiß, wo er wohnt. Hallo. Hallöchen. Du bist ja ein hässlicher Vogel geworden, ne? Ey, ist ja schon klar. Ey, super aus. Alter Schwede, bleib mal stehen. Alter, vor allem nickst du bei mir die ganze Zeit im Kopf und glitscht über den Boden. Sieht total abgefahren aus, wie wenn du total der ultra-harte Spacko wärst. Bei mir ist alles gut. Ja, das ist wahrscheinlich einfach mein Spiel. Ja, es ist ganz schön verpackt irgendwie, die Nummer hier. Halt ist immer noch eine Alpha. Aha. Wird auch nie was anderes sein. Ja, genau. Also wir werden uns nicht über das Friendship-Menü befreunden, also über den Reiter, denn es sollen ja unsichere Allianzen bleiben. Genau. Und wir wollen auch nicht uns permanent auf der Karte sehen. Ich will auch ein bisschen Privatsphäre. Außerdem wäre automatisch, glaube ich, der Fall, dass Leute, die mit mir befreundet sind, auch mein Haus betreten können. Ja. Und das möchte ich bitte nicht. Was? Du vertraust mir nicht, oder was? Nur soweit ich dich sehen kann, da ich dich gerade nicht mehr sehe, wird's schwierig. 10 Jahre oder so Freundschaft und er vertraut mir nicht. Wer ist denn das da hinten? Ist das ein Zombie oder ist das der Omme? Das bricht mein Herz. Das ist bestimmt nicht der Omme. Omme, was ist mit dir? Ich höre schon wieder Hunde. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Du willst also nicht bei unserer unheiligen Allianz gegen den Let's Survival Lars mitmachen? Muss mal gucken. Ich muss mal gucken, also Conditions oder was hier? Ja, ich weiß noch nicht so recht. Weißt noch nicht so recht. Er möchte gewinnen. Ist das da drüben eigentlich? Ist das, er ist eigentlich gerade auf Platz 1. Vielleicht müssen wir den Omme jagen. Also es ist knapp zwischen Omme und mir. Ja, der Score ist der Omme aber. Beim Score ist der Omme auf 39 bis auf 58 bei mir. Ja, weil er gestorben ist wieder. Ja. Da verliert er Punkte. Ja, ich bin deswegen auf 0 wieder. Ich hab mich schon das letzte Mal gefragt, ich dachte mir schon so, wie geht das? Der Sotomate hatte doch schon... Ja, aber dann bin ich 5 Mal in der Nacht gestorben. Ja, verrecken ist nicht gut. Hätte ich lassen sollen. Überhaupt in der Nacht was machen, das war Quatsch. Aber ich find's halt so langweilig, da immer irgendwo rumzuhocken. Ein Hedge brauchen wir noch. So, ich gehe jetzt mal wieder hier meine Mission weiter ausführen erstmal. Okay, das können wir nicht craften, dann craften wir das. Das hält zwar nichts, aber wir machen es trotzdem. Ja, ich habe jetzt erstmal, ich habe mal beschlossen, ihr habt es ja die letzten Folgen über schön verfolgt. Aber übrigens, bevor ich es vergesse, wie immer, die anderen Kanäle sind unten in der Beschreibung verlinkt. Und ihr könnt also praktisch problemlos bei den anderen zuschauen. Genau. Das heißt, auch Lars und Omega nehmen auf und sind mit dabei. So, jetzt habe ich einen Satz draus gemacht, aber lang genug gedauert. Ihr habt übrigens recht, es gibt wirklich mehr als genug Pfeile. Ja, man muss ein bisschen suchen, aber dem muss ich mich jetzt auch widmen, diesem Problem. Und auch, was ich jetzt auch rausgefunden habe, in diesem Feuergebiet
Gibt es eigentlich an jeder Hütte so ein Nest? Ja. Die liegen da immer mit dabei. Ja. Das sind verbrannten Biet, oder was? Ja, immer in diese Ruinen ist immer noch so ein Nest mit dabei. Aber ich muss dir sagen, ich habe diese Stadt noch nicht einmal verlassen. Der Lars lootet sich einfach quer durch die City. Ja, wenn ihr nicht wollt. Naja, von wollen ist kann da nicht die Rede sein, aber... Ich hab's vorhin gemacht, aber ich erschossen. Es tut mir leid. Das ist jetzt, ich war da auch schon drin, aber das Problem ist halt nicht... Gut, Frames, die nehme ich doch mit. Das ist ja krass. Ja, das ist, fand ich eine ganz interessante Info mal. Ja, fantastico. Brauch ich nur was zu essen, sonst verreck ich hier. Dann gibt's mich auch einen Grund, da mal reinzugehen. Diese. Okay, erstmal dafür sorgen. Immer noch, ja. Ja, verbranntes Gebiet ist besonders geil, weil ihr kriegt mal allen möglichen Scheiß. Zum Beispiel Bärensiez. Mhm. Oder einen leeren Ofen. Oder eine Blechdose. Oder ein leeres Nest. Ja. Das ist ein unglaublicher Loot-Rush, den ich gerade erlebe. Ach, was machst denn du jetzt hier? Wo kommst denn du jetzt her? Bei mir hängt gerade das Spiel. Jetzt. Ich muss auch ein bisschen aufpassen wegen Hunden. Kommt dann der Hund jetzt her? Ei, wo ist dann der Hund jetzt her? Kann man da immer noch in Brand geraten? Ja, ja, wenn man über diese glühenden Haufen drüber läuft, die solltest du meiden. Alter, dafür, dass das hier alles untouched ist, ist es ganz schön meh. Bei mir geht's. Irgendeiner hat da Schmutz auf der Kommode hinterlassen. Das finde ich nicht gut. Also, welche Art von Schmutz? Kaffeeränder. Vorne rum oder hinten rum Schmutz? Das sind Kaffeeränder auf der Kommode. Kaffeeränder? Oh, ich sehe schon. Natürlich nichts. Die Leute, die sich nicht benehmen. Der Oma ist ein bisschen choosy, so, ne? Gibt's auch, Picking. Da gibt's auch Städte oder was in der. Oh, Alter. Ja, verbrannte Stadt halt, ne? Bestes Loot. Ist da das Loot sehr gut? Ja. Loot top. Gefahrenlevel max. Hunde flop. Ja. Ah, ey, ich hab nichts zu verlieren. Das hey, Dude, hast du was für mich? Lass dir jetzt so leicht fertig, dass du nichts zu verlieren hast, aber. Was das ist. Du musst dein Leben zu verlieren. Ach, du weißt schon, was ich habe, ne? Bist du hier irgendwo im verbrannten Gebiet? Nee. Da klärt sich einer den Jens gemeint. Also ich bin im verbrannten Gebiet, ja. Okay, ich und dem Zombie, des Zombies Kopf ist gerade explodiert. Boah, das war Headshot geil. Ich bin gerade mit dem Headshot weggehauen. Werde ich hier nämlich irgendwie rumballern? Ja, ja, das bin ich. Alles gut. Wenn du was gluckern hörst, bin ich das. Alles klar. Ich brauch dringend was zu essen, sonst fraggisch. Hm? Kochtopf, ein leerer. Ein leerer Kochtopf. Das ist natürlich mein innigster Wunsch. Also das Soundsystem von dem Spiel ist schwierig. Oh, Alter, 28 Federn. Das war aber doch schon immer scheiße, ja. Das ist jetzt nichts Neues. Nee, das muss halt einfach mal richtig gemacht werden. Das ist halt im Moment noch nicht so... Die wollen in Alpha 14 sehr viel machen, was das hingeht. Was ist denn? Hier mal ein Pfeil auf die See. Alter, das sind ja auch nur vier Stück. Viele Zombies hier. Aber ich brenne. Oh, das ist dumm. Warum brenne ich denn jetzt? Oh. Alter, jetzt sind sie wirklich überall gerade. Dann ist es mehr, wenn man zu zweit rumrennt, oder ist es jetzt halt gerade Pech? Nö, es können auch schon mehr werden dann. Guck dich mal an. So, der ist Geschichte. Aber die sind sehr langsam zum Glück. Ja, die brennen so ein bisschen, Gott sei Dank, aber du musst ja echt aufpassen, wo du hinläufst hier. Ja, wenn man rückwärts geht, gell? Ja, ja. Klingen wie räudige Katzen, diese Typen, ey. Da stapft doch was hinter mir. Ich bin im Baum hochgeklippt. Das Alter, die ganze scheiß Stadt ist voll mit diesen Affen. Oh, der lebt noch. Alter. Ja, immer noch einen zweiten hinterher, ne? Double Tap und so. Jetzt ist er weg. Los, Iron Man, stirb! Stimmt, das sind diese Viecher, diese Bösewichter als Iron Man.
Oh, super, er hat ein Scheit Holz hat er dabei. Kommt ja, da noch jetzt, einer? Jetzt müssen ja mal die Zombies hier aus dem Gebiet befreit Alter. Sein, ne? Kriegst du den? Yes. Shoot him in the face. Ich brauche immer noch dringend was zu essen. Naja, zur Not muss es das sein halt. Das ist nicht gut, aber wir essen's. Ja, warte mal. Brauchst du was? Ja, zu spät. Okay. Ich habe auch einen Topf dabei. Ja, aber die Frage ist ja nicht, ob du einen Topf dabei hast. Die Frage ist ja, ich habe mich jetzt mal hart vergiftet. Alter, wo kommt Scheiße. Der jetzt her? Und ich habe nicht gut, wie ich war. Ah, so ein Schleicher auf dem Boden, übel. Hat er dich erwischt, oder was? Oh ja, Gott, ich habe keine Pfeile mehr. Das war jetzt nicht so schlimm. Ich habe irgendwas mit Temperatur, ich habe so eine Temperaturanzeige, 95 Grad. Das naja, heißt, es ist zu heiß hier. Ach so. Du musst dir mal Kleidung machen. Ach so, okay. Puh. Der hat mich beinahe erwischt. Ich habe meine Pistole aus dem Vorschreck weggeworfen. Lol. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich muss unbedingt die Q-Taste irgendwie mal wegmachen, ey. Hab dich doch gar nicht getroffen. Nein, das nicht, aber ich habe mich voll erschreckt, weil die... Alter, krass, Bohrer-Schematik. Der Pfeil war genau neben mir. Hab ich Kotten da? Nee. Ich hab... Brauchst du was? Buch oder was? Für Klamotten irgendwie, was muss ich denn da anziehen? Ich hab nur drei. Warum wird mir denn wärmer, wenn ich keine Klamotten habe? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Weil es ein heißes Gebiet ist und Kleidung isoliert, sowohl gegen Kälte als auch gegen Wärme. Okay. Erstmal auf einem ganz rudimentären Level gesprochen. Ab wann kriege ich Schadenseinbuße? Du kriegst ab halt 100, Damage, wenn es dir zu warm wird. Ich glaube ab 100 irgendwas. Hier ist eine Couch, du kannst die Couchen kaputt kloppen, ne? Da sind so diese Dinger drin. Alter, jetzt geht's aber ab hier. 9mm Schematik. GZ? Hier ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Gut, aber das bringt mir halt alles nix. Weil ich ja keine Waffen dazu hab. Ja gut, aber du hast die Schematik, ne? Ja gut, aber... Pff, weißt du, also ich meine, dass ich hier so viel Zeitzeug gesammelt hab, dass ich da... Tschüss! Der Lars oder du haben mich da fünfmal über den Haufen geschossen. Du Drecksack, du. Ich muss nur ein bisschen auf die Zeit achten, dass wir hier, bevor es Nacht wird, wieder raus sind, weil ich will hier in dem Gebiet keine Nacht verbringen. Ja, aber es ist ja jetzt erst 10 Uhr. Ja. Voll die Töpfer am Start. Ich wünsche dir viel Spaß beim Abbauen. Die Korpse auch, also die Korpses untersuchen, ne? Naja, ich weiß. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel... Also Waffenteile habe ich auch ohne Ende mittlerweile. Ja, ich habe Magnum Grip und eine Magnum Trommel, aber bringt mir halt leider alles nichts. War auch semi-klug von mir, ohne Trinken und Essen hier einfach mal so ein Adventure zu gehen. Trinken kann ich dir geben, wenn du brauchst. Ja, noch nicht. Vielleicht finde ich auch gleich was. Weiß ich habe vergessen, eine Axt mitzunehmen, ich Vollidiot. Die kannst du doch craften. Ja, mach ich doch gleich. Also, was ich gesagt, ich habe Äxte mit, aber halt, die sind jetzt alle kaputt mittlerweile. So, aber jetzt habe ich. Das hat ja mal Mords gelohnt, das Haus. Dann, warum kann ich den nicht craften? Ah, doch. Ja, so ergiebig sind sie nicht, finde ich. Was? Die Häuser. Gott, was hast du das hier alles so zugerichtet, oder? Nee, das war schon so. Kühlschrank. Ein leeres Glas. Ja. Sag's Bescheid, ich hab drei Getränke mit. Ja, okay. Alter Schwede, schon wieder Einzelteile, Galoa. Aber ich hab mittlerweile 6 Töpfe dabei. Ja, ich finde gerade Waffeneinzelteile. Aber ich kann mir immer noch keine Schrotze zusammenbauen. Ich hab schon wieder Wasser gefunden. Nervig. Kommst du mal zu mir? Ich glaube hier oben... Ah ne, ist kein Zeug. Ah, Bücherregal, das ist gut. Ah, das ist doch schön. Hast du mal ein Buch gekriegt? Ah, Shotgun-Schematik habe ich. Ah, genau.
Ja, genau, die kannst du, da kannst du jetzt... Das ist die Schritt 1 für Vernichtung des Lars. Schritt 1 zur Vernichtung von Phase Lars. Phase 1 abgeschlossen. Ein Shotgun-Buch finden und ja. Lesen. Ja. Ja. Ich suche mal an der Toilette. Fehlt mir Steine, fehlen mir. Scheiße und Murky Water gefunden. Getrunken habe ich es noch nicht. Kann man mit der Scheiße irgendwas machen? Man kann sie, glaube ich, essen. Und Zombies werfen, kannst du die. Und bringt das was oder ist es nur lustig? Das soll wohl die Zombies weglocken, aber. Okay. Du, ich glaube nicht, dass das so. Ja, wenn es dabei ist. Doch, das funktioniert. Ich habe vorhin welche dabei und habe es nicht gemerkt und das hat sie hart attracted, also. Okay, kann schon sein. Nichts macht den Zombie glücklicher wie ein guter Schiss. Oh, Flammenarschloch. Hier gibt's Birdnests an Stellen. Ja, also hier gibt's richtig viele Birdnests. So langsam wird's wassertechnisch eng. Aber mir wird's temperaturtechnisch langsam eng. Ich muss hier mal raus. Aber es ist ja nicht so weit weg. Alles klar. Geh mal raus. Ja, so ein bisschen. Alter, AK-47 Schematik. What ja, the fuck? Aber halt keine Teile. Ja, und keine ganzen Waffen gibt es theoretisch auch, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Schon, ja. Aber dafür suchen wir, glaube ich, an den falschen Orten. Also dafür musst du halt in die zentrale, zerstörte Stadt. Oder halt. Ah, die gibt's auch, oder was? Ja, gibt ja noch so eine große zerstörte City. Uiuiui. Richtig. So. Aber Klamotten habe ich hier ein paar gefunden. Das ist ja schon mal was. Also ich muss jetzt hier auch dringend raus. Sonst schaffe ich es lebend nicht mehr aus dem Gebiet. Es wird zu heiß hier. Ja auch, oder was? Ja, 112 habe ich schon. Ja, ich auch. Und da ist jetzt irgendwas mit Atem und 25 angezeigt. Was auch immer das heißt. Wann stirbst du? 116? Nee, bei 120, 25. Da musst du erstmal das Leben sinken, oder tut sie, oder, nein, oder stirbt du fällst aber um, weil du dehydriert und völlig überhitzt bist. Hitzeschlag okay. Nennt man das heutzutage. Ah, okay. Ach, krass. Scheiß auf Diarrhoe, rein damit. Bei dieser Realismus. Und wenn ich aber rausgehe, sinkt's wieder, ja? Ja, ja. Ah, okay. Oder halt kühle Sachen anziehen, wie Eisenrüstung. Aha. Hey, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ja, ich weiß, dass es keinen Sinn macht, aber Sinn. Ist halt. Wenn du im Schnee bist, dann tut Eisenrüstung auch nicht wärmen. Also ist das da gut, aber in der Wüste macht das keinen Sinn. Das ist schon richtig. Das ist totaler Irrsinn sogar. Ja, aber geh mal mit der Eisenrüstung in die Wüste. Mal sehen, es ist ja nur rudimentär eingeführt. Und ich meine, dafür kannst du im Winter nicht damit überleben, ja. Da bist du ganz schnell mal unter Null. Ah, jetzt reagiert auch mein Körper gleich, das ist ja cool. Ja, ja, das ist halt alles noch nicht so hundertprozentig. Ja, ja, was gefunden. Was Interessantes gefunden. Ah ja, weil den Tod. Er machte sich ja schon, oder? Hä? Ich muss mal so überlegen, ne? Der liebe Omega, der hat sich jetzt in mein Haus reingestellt und hat da überall diese Spikes platziert, weißt du? Aber ich hab ihn erwischt und hab ihn erschossen. Hm? Ihr zwei gebt's euch so richtig. Ja, er könnte mir nicht, wenn ich gewinnen will. Ja, was ist denn mit dem Oma? Von dem hört man gar nichts mehr. Ja, der Oma ist im Silent Hunter Modus unterwegs. Alles gut, alles gut. Komme zurecht. Das ist gut, das hört man gerne. Macht uns froh. Alter, wie weit ist es denn noch, bitte? Nicht mehr so weit. Ich muss jetzt mal. Ab wann fällt man um? 120 haben sie gerade gesagt. Schlecht. 120, 25, ja. Oh Gott. Ja, es geht los.
Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ja, deswegen bin ich schon bei 113 losgelaufen. Das war klug von dir. Das war so klug von dir. Ich bin stolz auf mich. Ah. Vielleicht schaffe ich es noch hier raus. Ich versuche es auf jeden Fall bis zum allerletzten Moment. Ich glaube, er schafft es nicht. Ich glaube, da vorne ist die Grenze. Es könnte gerade so reichen. Oh Gott, jetzt kriege ich auch noch Hunger. Oh Gott, Leute, jetzt werde ich auch noch langsamer. 122. Ich werde immer langsamer. Scheiße. Wenn ich mich aus dem Gebiet hier rausschleppe. Da drüben ist die Grenze, die grüne Grenze. Ich kann grüne Bäume sehen. Das Elysium. Alter, wo kommen die denn jetzt von überall? Alter, jetzt. Okay, das war's. Oh Gott. Ich glaube, ich sterbe auch gleich. Alter. Ja, die Zombies sind mittlerweile ganz schön sneaky Bastards. Also, es ist schon. Oh Gott. Hier mal. Okay. Und wie ist denn jetzt so die? Hä? Und wie ist denn jetzt so die Sneaky Bastard? Ja, die schleichen sich schon stellenweise ganz schön übel an dich ran. Du bist in den Schatten. In den Schatten. So, und den Schatten sollten wir ja jetzt eigentlich abkühlen, ne? Aber das ist ja irgendwie auch nicht drin. Ich fahr gleich um. Nee, du musst raus aus dem Gebiet, dann kühlst du sofort ab. Gut. So ist es. Tot ist er, der Battle Shark. Genau der richtige Zeitpunkt, um das Folgenende anzukündigen. Oh ja. Liebe Freunde, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Das ist so schwer im Blick zu behalten. Ich sag mal, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen bei unseren Kanälen nach oben, ne? Und dann, sag ich mal, seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, die verrückten vier spielen Battle Royale. Und ich sag mal, bis dahin, macht es gut. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Und danke fürs Zuschauen.